Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem DLC Rise of the Republic. Wir machen jetzt mal eine... Ich weiß nicht, ob wir das spielen müssen. Ja, komm, das... Ja, doch. Das spielen wir. Habe ich ja versprochen, glaube ich. Letzte Runde. Gut, ja, meine 501. und 212. Legion. Mach mal die Bullenreiter fertig. Sehr interessanter Name auf jeden Fall. Das Blöde ist, also die ganzen Kavalleristen kann ich halt erst wirklich einsetzen, wenn... ich hätte vielleicht warten können. Ach, das ist so eine. Die haben gar keine richtige Mauer. Interessant. Ich könnte natürlich mit denen auch... Die könnte ich wahrscheinlich nicht hier hoch. Obwohl das von der Höhe eigentlich gehen würde. Ja, hier ist es eigentlich ganz gut, finde ich. Also ich werde mal... Also das ist die Leiter. Nee, ich werde mal einen Turm hier hin, oder? Nee, die Leiter ist eigentlich ganz gut. Weil. Ja, wobei. Ich kann eine Leiter hier hinschicken. Zwei Türme hier hin. Und einen Turm hier hin. Ha. Nee, ich schicke eine Leiter dahin, so. Quasi, dann rollt die hier rauf. Der da rollt... hier hin. Und die beiden Türme rollen dahin, so. Aufstellung brauche ich ja rein theoretisch nicht wirklich. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Super. So, ihr marschiert mal dahin. Und ihr marschiert mal zu meiner... Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wunderbar. Das ist ja super. Ja, lauft mal dahin. Ja, lauft mal dahin. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Die da können eigentlich noch nicht schießen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ja, ich weiß. So versteckt waren die ja auch nicht. Der hat aber viel. Uiuiui. Der hat aber viele Fernkämpfer, ne? Das ist ein bisschen schlecht für mich. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten. Ja, ist ja gut. Okay, so niedrig sind die auch gar nicht. Hier kommen die Kavalleristen, ne? Mhm. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So. Viele habe ich noch nicht verloren, ne? Worauf schießen die denn?
wahrscheinlich auf den. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ding ist halt wirklich. Ist halt wirklich da. Oh. Mein Handy war beim Lautsprecher. Ich hoffe, dass da keine Rückkopplung gab. Wenn ja, tut es mir leid. Schüchtern hier. Wo sind meine Dudes? Hier sind die. Ja, lange brauchen die nicht mehr. Dann sind sie auch vor Ort. Das ist ganz toll. So. Na, hier, das ist nicht ganz toll. Jetzt greif mal weiter an. Was ist da los? Was ist da los, Digga? Ach so. Alter, was sind das denn für Leute? Ach so, das sind ja die mit den Stahl-Eisenfäusten, oder? Alter. Krass. Was ist denn los mit denen? Die haben sich wieder gefangen, das ist sehr gut. Der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin. Die greifen weiterhin an, das ist super. So, jetzt kommen auch die... Die Verstärkung. Ja, genau, weil die... die angreifen können, ne? So. Brüll mal den da an und gib mal den Boost. So, ihr könnt denen mal ein bisschen unter die Arme greifen. Das hört man sehr gerne, mutige Römer. So. Die beiden können ja auch schon mal hier hochgehen. Die beiden können auch mal hier hochgehen. Das gefällt mir doch schon einigermaßen gut. Warte, die machen mir jetzt eine Phalanx an, ein bisschen defensiver. Die sind halt jetzt alle müde, ne? Ah, noch nicht. Ah, cool. Freut mich, freut mich. Das freut mich, das freut mich. Was geht da ab? Ah, das heißt, wir bekommen gleich das Tor. Und dann kann meine Kavallerie reinreiten. Das wird spaßig.
Also, es sieht schon cool aus. Mag ich. Mag ich, auf jeden Fall. Hast du wieder? Super. Brüll den mal an und mach mal hier einen Bonus drauf. Geht mal nach da und nimmt den Turm ein. Und ihr geht mal alle hier hoch. Warte, mein General kann den gerade nicht. Ach komm, nimm doch die. Oh Gott. Die haben alle keine Munition mehr. Das sieht hier gut aus. Warte, hier breche ich mal durch. Damit die da ein bisschen mehr Unterstützung bekommen. So, schnell jetzt. Okay, die sind hier fertig. Will er mir etwa sagen, dass ich, naja. Warte, geh mal auch da hoch. Eine. Warte, ich mach jetzt doch den da. Mach doch den da an. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ihr geht mal hier rein jetzt. Drück mal durch hier. Und ihr? Und du und du und du und du jetzt. Hä? Was war das denn jetzt? Das habe ich nicht gesagt, aber egal. Das habe ich nicht gesagt. Entschuldigung, dass ich jetzt kurz Pause machen muss. Weil sonst macht er hier irgendwann einen Müll. Macht er sowieso. So, mein General ist hier. Der pusht sich selbst nochmal. So, sehr gut. Krass, hat der lange Zöpfe.
Gut, also ich habe eine Einheit komplett verloren. So wie ich es verstanden habe. Ja, das sind viele Pferde. Das sind schon einige. Wieso geht's eigentlich noch weiter? Oh Gott. Weil die noch nicht hundertprozentig geflohen sind, das ist doch sowas von lame-o. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Hä? Ah. Wir haben die Tore eingenommen. Tja, dann könnt ihr mal sehen. Ja, wie, hä? Wieso ruckelt's jetzt so? Wahrscheinlich, weil so viele Pferde da sind. Alter. Oh Mann, wieso ruckelt das jetzt so? Das wäre voll cool jetzt. Oh Mann. Hä, seit wann? Also, heute ist mein PC echt seltsam. Das hat nie bei, also Rome ist ja jetzt nicht wirklich anspruchsvoll. Bei Rome hat es nie Probleme gemacht. Und jetzt plötzlich macht es richtig krasse Probleme. Ach, und da ist auch noch einer. Pferde sind auch wirklich nicht die schlauesten, ne? Zeit, aber jetzt ruckelt es auch nicht mehr. Wir haben einen Turm eingenommen. Nee. Achso, ah, verdammt. Das war komisch. Oh, egal. Okay, also, der ist ganz, ganz gestorben, leider. Hat aber richtig viele mitgenommen, fast 300. Der da ist auch ganz weg und der da ist höchstwahrscheinlich auch ganz weg. Bei den anderen weiß ich es nicht. So. Ja, leider die beiden. Da ist auch eine. Schade, schade, schade. Warte, das kann ich plündern, weil da brauche ich ja eh keinen. Da brauche ich eh keinen. Nee, kein Gebäude davon. So. Gut, genau, was ich vorhin sagen wollte, weswegen ich auch wieder, also was ich wieder vergessen habe und unterbrochen wurde.
Ich habe mit dem Jake ja das Let's Play Together am Laufen, beziehungsweise Against. Und da ist halt wirklich auch eine richtig coole Schlacht zustande gekommen, sage ich mal, weil er war halt hat eine Full-Stack-Armee vom Feind gespielt und ich halt von meinen Seleukiden, und die hatten auch extrem viele Kavallerie dabei und das war schon richtig cool. So, das Blöde ist halt, hier sind die abtrünnigen Römer, ne? Hier. Das ist halt blöd, dass das, dass der Rex ist. Das ist nicht so cool. So, wir haben jetzt 16.000 noch. Mit dir gehe ich dann Wolfpack. Warte, nee. Ich wollte noch mal schauen. Mit denen habe ich Handel und defensiver Verbündeter. Ihr habt euren Fuß auf zivilisierten Boden gesetzt. Benehmt euch angemessen. Warte, wie viel muss ich zahlen? Warte, ich habe 16.000. Moderat 9.000. Wenn ich das mache... Können euch die Streitkräfte Etruriens dienlich sein? Ich besitze die Macht, euch... Nee, besitzt ihr nicht. Gut, naja, so. Jetzt hier Nahrung und minus 2 öffentliche Ordnung. Das ist echt dämlich. Aber egal. Welt der Wunder. Gigantengrab. Ihr habt ein Wunder entdeckt. Die Menschen werden von nah und fern kommen. Wo ist denn das Gigantengrab? Was ist denn das? Minus 10% Verlust durch Verschleiß und plus 3 Moral. Das ist natürlich auch gut. Aber wo ist denn das ein Gigantengrab? Sieht man das? Achso, das ist in der Stadt. Echo. Interessant. Hier, das da. Bürgergrab, ne. Siedlung erobert, Siedlung geplündert. Das stimmt. Das stimmt allerdings. So, jetzt muss ich mal schauen, was ich mit den Abtrünnigen mache. Genau, dich habe ich noch. Ah, da habe ich ja noch einige Kandidaten. Gravitas pro Runde, öffentliche Ordnung, Forschungs... Forschung ist immer gut. Bewegungsgeschwindigkeit für alle, leichte Kavallerie. Warte, jetzt habe ich vergessen zu schauen, wie der heißt. Nigera heißt der. Da mache ich hier mal eine neue Armee auf. Mit den Nigera. Hier. Armee aufstellen, und zwar bitte Veteran Centurie. Super. Du gehst jetzt hier mal rein und... was ist das denn? Okay. Dann zerschieße ich ihn mal. So. Dann schauen wir mal, was wir diese Runde machen. Ah, genau. Karthago ist jetzt in syrischen Händen. Gibt es hier noch was? Ich glaube nicht, nee. Warte mal. Nee, das ist ja nur die kleine... Also dann ist Karthago ja vollkommen weg. Okay.
Das ist schon mal interessant. Dann gehe ich mal wieder Richtung... Ja, oder hier hin. Ja, ich gehe Richtung da hin. Die schaut jetzt nochmal hier bei der gallischen Konföderation, der da klaut hier mal was. Die da können jetzt alle genau verbessert werden. Die können auch alle jetzt verbessert werden. Ah, stimmt, das war ja das, ne? Gut, so, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Runde. Wir schauen uns noch kurz an, was hier so passiert. Das ist nicht, wie wir das spielen, ist natürlich überhaupt nicht historisch. Das versuche ich ja bei manch anderen. Bei manch anderen Spielen versuche ich das, ja. Ah, genau, das. Uiuiui. Das ist ja die Armee, die ich so trollhaft gebaut habe. Wenn ich es schaffe, die Fernkämpfer in eine Gasse zu locken und dann einkesseln, dann habe ich eine Chance. Aber ja, ich bin nicht ganz so überzeugt davon, dass ich eine Chance habe. Und wo kommt der her? Ich bleib erstmal einfach hier. Und dann schaue ich mal. Okay. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ach, die ist noch gar nicht da, okay. Dann schauen wir mal, ob das... Uiuiui. Ah, das reicht. Nee. Die Männer wanken. Wir erwarten eure Befehle. Super. Und du... Unsere Männer fliehen, von unser General wird angegriffen. Los, fahr doch. Okay, auf jeden Fall habe ich den General platt gemacht. Das ist schon mal viel wert. Das sieht schon cool aus mit den Augen. Nochmal, come on. Ach, ja, schieb ihn noch ans Ufer, ja. Ja, ist doch egal. Hier kann man auch durch. Naja. Versuch was wert.
Dann sterben sie halt hier. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So, Strandparty, Jungs. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Echt jetzt? Okay, dann gehst du halt hier hin. Schieß doch! Wollt ihr in den Nahkampf gehen oder was? So, jetzt hat er aber, ne? Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Da sind die. Okay, interessant. Ganz viele bunte Bogenschützen. Super. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ah, der ist ja auch mal. So. Rennen, rennen, rennen. Ja, wollt ihr nicht fahren? Nicht zurück, Angriff.
Mejung hier. Mejung. Schneller, 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 schneller. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ich erwarte eure Befehle. Ich schieße auch nicht wirklich so, wie ich das will. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Die schießen auch gar nicht, oder? So ein bisschen. Warte mal. Das ist echt lächerlich hier, ne? Was hier da fabriziert. Und jetzt schieß mal. Ja, okay. Das war's. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nächster. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja. Ja. Aber war auf jeden Fall erfolgreich. Der hat 500 verloren. Und übernächste Runde bin ich auch eh wieder da. So, jetzt hören wir aber auf, oder? Mal kurz schauen, was der noch... Achso, die haben das nur geplündert oder so. Jetzt ist natürlich die Frage, wer von beiden das überhaupt bekommt. Ja. Ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen und da brauche ich jetzt auch nicht wirklich nochmal kämpfen. Genau, und ihr seid die nächste Runde wieder dabei. Und dann werden wir auf jeden Fall den Abtrünnigen, die wirklich nie aus ihren Fehlern lernen. Ach komm, echt jetzt. Dann töte ich dich halt auch nochmal. Genau, wir hatten ja in dieser, ja, bei diesem Let's Play, also Rise of the Republic, hatten wir ja unzählige Sezessionen. Willst du mich ver... Warte mal. Hat der jetzt wirklich meinen General getötet? Ich glaube, der hat wirklich jetzt meinen General getötet. Warte mal. Ja, aber das euer Untertan wurde kaltblütig ermordet. Ja. Mein General wurde getötet. Das ist wunderbar. Ich könnte alle so einfach töten. Aber geht nicht. Naja, gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.